Im Schulbereich ist das zwar auf den ersten Blick etwas verwirrend. Wir können aber hier relativ deutlich sehen, den starken Rückgang der Teilnehmerzahlen sowohl im Primarbereich als auch in der Sekundarstufe 1 in den westdeutschen Flächenländern. Auf der anderen Seite sind die bläulichen Linien den zunehmenden Platzbedarf im Bereich der Stadtstaaten, also Zunahme der Bildungsteilnehmer im Primar- und Sekundarbereich in den Stadtstaaten. Auf der anderen Seite eine unterschiedliche Entwicklung in den östlichen Flächenländern im Bereich der Grundschule. Da wird in etwa 5 Jahren wieder ein starker Rückgang einsetzen, der zunächst im Bereich der Sekundarstufe 1 nach dem starken Rückgang sozusagen bis auf die Talsohle der Entwicklung jetzt in den nächsten Jahren erstmal eine gewisse Erholung zu erwarten ist. Aber bis zum Jahr 2030 wird auch da wieder die jetzige Situation erreicht und langfristig kann man auch in den neuen Ländern in der Sekundarstufe 1 nicht mit rückläufigen, mit einem Zusatzbedarf an Schulräumen rechnen. Aber zumindest jetzt zwischenzeitlich ist erstmal eine Phase da, wo die Schulen quasi eine Situation haben, sich etwas erholen zu können. Die Status Quo-Annahme für die Schulabschlüsse führt natürlich zu Ergebnissen, die man so auch von uns aus nicht als sozusagen Zielwerte der weiteren Entwicklung angesehen hat, sondern das sind sozusagen Artefakte des methodischen Vorgehens. Aber sie signalisieren zumindest, dass wenn man nichts tut, sich eben im Hinblick auf die Abschlüsse vor allem abzeichnet, dass die Zahl der Hauptschulabsolventen sinken wird, dass wir eben hier bei der allgemeinen Hochschulreife diese Entwicklung haben aufgrund der doppelten Abiturientenjahrgänge, wo es über einige Jahre einen Anstieg geben, aber auch dann wird aufgrund der demografischen Entwicklung es eine rückläufige Entwicklung geben. Bei Hauptschulabschluss, ohne Hauptschulabschluss, da tritt natürlich das Problem auf, diese Entwicklung auch politisch zu beeinflussen. Von daher im Hinblick auf die demografischen Herausforderungen kann man sagen, im Hinblick auf die Situation der Kinder im Vorschulalter gilt vor allem, dass wir der Meinung sind, dass über das 35%-Ziel hinaus die Kinderkrippenbetreuung und Tagesmütterbetreuung von Kindern unter 3 Jahren entscheidend ausgebaut werden muss, und zwar entsprechende Platznachfrage der Eltern und dass da auch entsprechend höherer Personalbedarf anzusetzen ist, als wir bisher in unseren Vorausberechnungen, Status Quo-Vorausberechnungen angesetzt haben. Ist ja auch ein Ziel, politisches Ziel, die Quote der Schüler ohne Schulabschluss zu halbieren, und das ist auch ein Ziel, das wir für ganz zentral halten, auch im Hinblick auf die Erhöhung des allgemeinen Qualifikationsniveaus. Auch sollte man die Quote der Schüler nur mit Hauptschulabschluss weiter senken, weil sich das nicht nur so abzeichnet, ist das zu erwarten, sondern auch im Hinblick auf die Berufseinmündungsprobleme, die Jugendliche nur mit Hauptschulabschluss haben, ist es, glaube ich, auch eine wichtige gesellschaftliche Forderung, da weiterzukommen. Dann wird es darauf ankommen, die sonderpädagogische Förderung zu reorganisieren. Das heißt, die Schüler, die eben nach unseren Status Quo-Prognosen als Förderschüler auftauchen, die werden uns zu definieren als Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, über deren Förderort eben in den nächsten Jahren dann die politischen Entscheidungen weiter dann sich abzeichnen müssen. Dann ist, glaube ich, wirklich wichtig, gerade in den ländlichen Regionen, in dünn besiedelten Flächenkreisen darauf zu achten, dass ein wohnortnahes Schulangebot erhalten bleiben kann. Und wir sehen ja, dass jetzt auch fast in allen Bundesländern in der Frage im Hinblick auf die Schulstruktur Bewegung erkennbar ist. Dann, ich habe das hier mal, diese Probleme der Reorganisation der Sekundarstufe 2 auf das Fachklassenproblem
an dieser Stelle konzentriert, weil ich denke, das ist ein ganz wichtiges Thema für die Weiterentwicklung der beruflichen Bildung, dass es nicht angehen kann, dass mehr als das jetzt schon vorhandene Viertel an Fachklassen in Landesfachklassen und so weiter angeboten wird und zunehmend die dezentralen ländlichen Berufsschulen ausgezehrt werden, dadurch, dass zunehmend sie die berufliche Ausbildung nicht mehr übernehmen können für Schüler, wo eben anscheinend zu wenig Jugendliche da sind, um Fachklassen zu bilden. Das wäre aus unserer Sicht auch deshalb problematisch, weil wir von da aus negative Rückwirkungen auf die Ausbildungsbereitschaft vom Betrieb vermuten und von daher wäre es in mehrerer Hinsicht eine fatale Entwicklung. Völlig anders als im Schulbereich, wo es eben einen Handlungsspielraum aufgrund rückläufiger Entwicklung der Teilnehmerzahlen gibt. Ganz anders ist die Situation im Hochschulbereich, wo wir eben bis 2025 keine Entlastung durch die demografische Entwicklung und die damit verbundenen Nachfragesteigerungen erwarten können. Es wurden mehrere Alternativen berechnet, aber in all diesen Alternativberechnungen ist absehbar, dass mehr Studienanfänger auf die Hochschulen zukommen als Anfang der 2000er Jahre, also zwischen 2001 und 2007. Das heißt also, die Hochschulen stehen also weiterhin unter einem sehr hohen Nachfragedruck in den nächsten Jahren. Und es wird eben auch ein ganz wichtiges Thema sein, inwieweit die Hochschulen Zusatzaufgaben und zusätzliche Erwartungen, die man an die Hochschulen hat, überhaupt unter den Bedingungen in den nächsten Jahrzehnten erfüllen kann. Kommen zum Schluss zu der Arbeitsmarkt als dem Abnehmersystem für Bildungsabsolventen. Hier kann man sagen, aufgrund der Vorausberechnungen, die wir für den Bildungsbericht verwendet haben, dass es bis 2025 aller Voraussicht nach einen globalen Arbeitsmarktausgleich gibt, also einen Ausgleich zwischen dem Arbeitskräftebedarf, den Erwerbstätigen und auf den anderen Seiten den Erwerbspersonen, also den Personen, die eine Beschäftigung nachfragen. Das schließt natürlich nicht aus, dass es in einzelnen Berufsbereichen für einzelne Berufsgruppen und Qualifikationsniveaus schon früher Probleme am Arbeitsmarkt gibt und einen Arbeitskräftemangel. Aber hier in dieser globalen Betrachtung kann man erstmal das als zentralen Bezugspunkt nehmen. Aber, und das ist jetzt, glaube ich, noch ein wichtiger Punkt, der uns gerade betrifft, die wir eben auch den Bedarf an Arbeitskräften nach Qualifikationsniveau betrachten, dass es vermutlich eine Gruppe von Unqualifizierten geben wird, und das ist vermutlich eine Gruppe von dauerhaft etwa 1,3 Millionen, die vermutlich arbeitslos bleiben werden, weil es für sie keine ausbildungsadäquaten Beschäftigungsmöglichkeiten gibt. Und deshalb sehen wir in dieser Gruppe und deren Qualifizierung eine besondere Herausforderung auch noch an das Bildungssystem, vor allem auch an die Weiterbildung. Sie sehen hier auf der einen Seite die Gruppe ISKET 3b und 4, das sind also die Facharbeiter, diejenigen, die eine Berufsausbildung abgeschlossen haben. Da findet genau diese Angleichung der Entwicklung statt. Die Nachfrage nach entsprechend Qualifizierten bleibt etwa konstant hoch. Das Angebot sinkt aufgrund der älteren Erwerbstätigen, die aus dem Berufsleben ausscheiden. Und das ist eben genau nicht der Fall bei denen der Gruppe ohne Berufsabschluss. Hier scheint es eben sich auszuwirken, dass es in diese Gruppe zunehmend auch junge Erwerbstätige nachwachsen, die dann dazu beitragen, dass es da keine Entlastung durch die demografische Entwicklung gibt. Auf der anderen Seite sehen Sie unten die Gruppe der Fachschulabsolventen bzw. der Hochschulabsolventen, wo sie einen relativen Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage haben. Und da wird man im Detail heute Mittag in der Arbeitsgruppe sicher auch sehr viel darüber zu reden haben, weil natürlich diese globale Darstellung nochmal regional nach verschiedenen Branchen
zu differenzieren ist und sich da dann viele Dinge noch doch differenzierter darstellen, als ich das hier vortragen kann. Ich will jetzt sozusagen zusammenfassend auch nicht so viel den weiteren Diskussionen heute am Tag vorgreifen, aber zumindest glaube ich, muss man das schon festhalten, dass eben durch den Rückgang von Bildungsteilnehmern, insbesondere im Schulbereich, sich Handlungsspielräume eröffnen, um auch im Bildungsbereich insgesamt Qualitätsverbesserungen vorzunehmen. Und wir hoffen, dass eben diese sogenannte demografische Rendite tatsächlich sich auch in der gewünschten Weise einstellen wird und in qualitätsverbessernde Maßnahmen umgesetzt werden kann. Es ist aber auch deutlich geworden, dass es eine Fülle neuer Aufgaben gibt und zusätzliche Anstrengungen zu treffen sind. Zusätzliche Fördermaßnahmen im Schulbereich, Ausbau der Vorschulerziehung, Maßnahmen im Bereich der Berufsbildung, um das sogenannte Übergangssystem weiter abzubauen, dann diese Gruppe der Unqualifizierten, die im Bereich der Weiterbildung eine zusätzliche Förderung benötigen, wo man vielleicht sogar erst neue Strukturen der Weiterbildung schaffen muss, um für diese Gruppe sozusagen zielführende Qualifikationsmaßnahmen, die dann auch in Abschlüsse, formale Abschlüsse führen, um solche Strukturen überhaupt erst schaffen zu können. Und vor dem Hintergrund sind wir der Meinung, dass es nicht ausreicht, nur das jetzige Niveau an Bildungsausgaben zu erhalten, sondern gerade im Blick auf diese Zusatzaufgaben sehen wir durchaus einen Bedarf an zusätzlichen Mitteln. Und der ergibt sich auch noch dadurch, dass diese demografische Rendite, wenn sie sich einstellt, erst langfristig sich einstellen wird. Und wir brauchen kurzfristig für diese Maßnahme zusätzliche Mittel. Also das auch nochmal als Unterstreichung unserer Forderung oder unserer Schlussfolgerung aus den Perspektiven der weiteren Entwicklung, dass es notwendig ist, aktuell mehr Geld für bessere Bildung zur Verfügung zu stellen. Ja, vielen Dank.